Ja, hallo und herzlich willkommen bei YouTube, auf YouTube zu einem kleinen Let's Test im Live-Let's Test sozusagen. Wir spielen Folklore Hunter, einem Spiel, zu dem ich genötigt werde und gezwungen werde, weil damit ich es nicht alleine spiele, muss ich einen Let's Test machen, ja. Es ist ein Jagdspiel wieder. Die letzten Jagdspiele, die ich gespielt hatte, war ja zum Beispiel Bigfoot und Co. Die habe ich auch mit dem Club zusammen gespielt. Der erpresst mich aber, dass er erst mitspielt, wenn ich das einmal spiele. Ja, und im Folklore Hunter, also das letzte Jagdspiel, was ich ja vorgeschlagen habe, das war Crab, gebe ich zu, das war wirklich Crab, war aber lustig. Das ist aber kein wirklicher Crab. Also von dem, was ich gesehen habe, sieht es gut aus. Wir jagen einen Wendigo und die Entwickler wollen das auch so machen, wie ich das mitbekommen habe. Pro Map ein neues Monster, das heißt die erste Map, der Wendigo. Hast du den gejagt, schaltest du die nächste Map quasi frei mit dem neuen Monster. Und immer so weiter. Momentan ist es Early Access, es gibt also nur ein Monster. Aber das Spiel könnte Zukunft haben, wenn es denn mal noch eine Option hätte zum Einstellen des Sounds. Ich würde sagen, Play Game. Ne, es gibt momentan nur ein was. Night of the Wendigo. Ich will nicht. North America. What's are you hunting? The Wendigo. Okay, wir gehen den Wendigo jagen. Irgendwo in den undurchdringlichen Regionen Nordamerikas. In den tiefen, undurchdringlichen Regionen. Okay. Ich muss das Biest jagen, war ja klar. Ich will nicht. Ich werde jetzt gleich das Sound wieder umstellen, dann mache ich wieder ein bisschen lauter. To get the full experience of Folklore. Wenn schon so eine Meldung kommt, dass du Kopfhörer nehmen sollst, damit es richtig creepy wird. Wenn es noch da steht, mach das Licht am besten aus. Psychosis in some players. Reicht das schon? Kann ich aufhören? Many years ago, two small children got lost in the woods. Alter Arsch. Das, ihr Vater hat nach ihnen gesucht. Aber die zwei wurden nie wieder gesehen. Okay, die Mutter hat viele Jagdgesellschaften losgeschickt in die Wälder, um die dann wieder zu finden. Doch keine dieser Jagdgesellschaften ist sie wieder zurückgekommen quasi. Also alle sind ewig dann verschollen geblieben in den Licht an, Ton aus. Ja, sowas von. Und es gibt ein Gerücht, dass es in den Wäldern halt ein Monster gibt. Bis jetzt ist die ganze Aufmachung schon wesentlich geiler als die anderen. Die Musik. Holy, die Musik. Das ist gut. Das ist gut. Nee, die Musik, die war gut. Mach weiter. Die Musik war gerade so gut. Okay, also wir wurden jetzt quasi angeheuert. Also geht's instant los. Nee, ich will nicht. Ich hab keinen Bock. Ich hab's mir überlegt. Blub, machst du mit? Ich kann schlafen. Okay, ich gehe pennen, bis Blub da ist. Passt schon. Es gibt sogar zwei Betten. Guck mal. Also, ich möchte kein Bett direkt vorm Fenster haben. Kann ich? Ich hätte gerne hier gibt es Einstellungen. Da guck einer. Es gibt Motion Blur. Mach weg den Dreck. Qualität epic. Vom ersten Eindruck gefällt mir schon. Dieses kleine Video. Dazu die Musik. Oh, die Musik war gut. Die war richtig gut. This is how your story ends. Macht ja auch viel Mut, ja. Alles auf Epic. Audio. Oh, yes. Creature, das lasse ich alles. Musik. Die Musik würde ich ein bisschen runterdrehen. Ich weiß natürlich jetzt. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen im OBS das lauter. Ich kann es halt nicht einschätzen. Das werden wir dann sehen. Sagt bitte im Stream sofort, wenn irgendwas, ne, wenn ich nicht mehr zu hören bin oder irgendwie. Kriegt auch schön Fleisch. Eine Bärenfalle. Klassiker. Okay, man hat mehrere Waffen.
Also man kann. Muss ich nach? Kann ich nachladen? Kameras, ah, Klassiker. Altnordische Mythologie. Symbole der altnordischen Mythologie, okay. Hier ist noch ein Bett. Da, ja. Legst du hier mit dem Kopf an. Ja, hm, clever. Bestes Horror-Game, wo gibt. Hier sind auch zwei Rucksäcke. Guck mal, weißt du? Blub ist einfach abgehauen. Toll, und lässt mich hier alleine. Kann ich rennen? Ich kann rennen. Kann ich dich mitnehmen? Ich kann dich nicht mitnehmen. Was ist denn? Die Hütte ist schon alt, da wächst schon Gras durch. Ist ja noch Tag, jetzt wird nichts passieren, oder? Wie nutze ich denn die Bärenfallen? Nur Signal. Wie benutze ich? Warte, Inventar. Inventar. Kamera. Bärenfalle. Ich kann die craften? Aus Altmetall? Ich kann aus Altmetall die Bärenfalle craften. Wie geil ist das denn? Das Spiel denkt mit. Ich liebe es. So, das Vieh, ja. Ich bin so clever. Pass auf. So, mir geht's gut. Ich warte jetzt, bis es Nacht und das Vieh aufkreuzt. Nein, ich will ja auch. Kann ich es wieder aufheben? Die Windmühle ist sinnlos, kann das sein? Kann ich die. Ich würde die gerne aufheben. Das Spiel denkt sogar an Crafting, aber daran denkt es nicht. Okay. Da ist auch eine Kamera, ich muss da hin. Damit. Nehme ich. Gib her. Kann ich die Pilze mitnehmen zum Craften? Oh, Fleisch. Also grafisch sieht es gut aus. Es ist wirklich gut. Es ist Early Access. Es ist erst Anfang dieses Jahres rausgekommen. Ich suche ja immer nach so Monster-Jagd-Spielen, weil das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das hat Potenzial. Es ist wirklich sehr geil. Kommt das Vieh auch tagsüber? Ich glaube nicht, oder? Ahirsch. Ahirsch. Alles gut. Ist nur Ahirsch. Die Map ist recht klein, kann das sein? Ist das da rechts die Map? Dann bin ich oben rechts. Okay, die Map ist groß. Ich sehe es gerade. Kann ich? Guck mal, ich mach mal. Kann ich hier? Ja, guck mal. Einmal hier so. Dann sehe ich so ein bisschen hier, ne, die Gegend. Wenn ihr jetzt denkt, ich entferne mich in dem letzten Test weit vom Haus, ihr habt euch geschnitten, ne? Das mache ich nicht. Das mache ich nicht alleine, ich bin nicht doof. Nein, niemals nicht. Ich brauche eine gute Position für die Camps. Ich will im Haus hocken können und hier draußen alles sehen können. Das Vieh kommt safe nicht ins Haus. Sagte sie und wusste, dass es anders, dass es nicht so ist. Ich will gerne... Ah, die Ecke so... Kann ich die dann auch drehen? Ah, so wie die Krissel, ne? Klassiker. Okay. Hier habe ich dann noch die Kamera. Wo ist die Kamera? Da. Packen wir doch endlich hier hin, so, ne? Ich will außerhalb des Hauses alles, ne? Ich gehe mal kurz zum Lagerfeuer, oder? Inventar I. Die packe ich mir hier hin. Vielleicht kann ich den auch reinlegen. Vielleicht kann ich die... Es gibt Batterien. Ich habe sogar einen Verband. Guck einer an. Ich habe sogar einen Verband. Wer hätte es gedacht? Ich bin begeistert. Komm ich... Kannst du das lassen? Ich werde schon wieder gemobbt. Achso, Reh. In die Richtung gegangen. Es gibt... Das ist ja richtig gut. Drüben ist eine Brücke. Hallo, na? Du siehst aber nicht gut aus.
He sees me, he sees me. Okay. Und sprecht halt die Fresse. Ich bin ganz kurze Reißleine heute, ganz kurz. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Warte mal, die Kamera zeigt wohin? Da stehe ich ja. Lol, ich kann mich bewegen. Voll gut. Okay, warte. Warte. Hä? Nein? Nein, 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 nein. Pass auf. So. Lecker Fleisch hier. Jetzt hau ich ab. Und Abgang. Das macht einen guten Eindruck. Aber wirklich. Ich bin ins Haus. Ich bin ins Haus. Ich bin ins Haus. Was? Ey, du sollst auch schon draußen rumlaufen. Sie ist doch draußen auf der Veranda. Ich bin auf der Veranda gewesen. Also bitte. So, jetzt mach ich die Veranda sicher. Ich hoffe nicht, dass er über das Geländer steigt. Wenn es eine dumme KI ist, läuft es hier lang. Wenn es eine clevere KI ist, kommt es einmal übers Geländer. Kann ich die Tür zumachen? Das ist so ein unlogisches Spiel. Das ist Crap. Ich kann die Tür nicht zumachen. Ich stelle mich. Warte. Ich will mich hier in die Couch hocken. Dann mit der Sniper über die Couch und auf die Tür zielen. Klassiker, geht in jedem Spiel. Warum hier nicht? Wird es jetzt Nacht? Okay, okay, warte. Ich hocke mich. Der kann doch safe durch die Fenster durchgreifen, oder? Okay, ich hocke mich hier hin. Guck mal, hier ist safe. Da ist die Falle. Das ist rechts vom Haus. Genau, das Haus ist da. Ja, okay. Das ist die andere Kamera. Das Haus ist da hinten, da, genau. Also die Map ist recht groß. Guck mal, wir sind jetzt bloß dort oben in der kleinen Ecke. Leute, ihr seht das nicht. Wartet mal. Ihr seht das nicht. Wartet. Nein, ich verschiebe hier ganz andere Dinge. Moment, ich will meine Kamera verschieben. Sekunde. So. Ihr seht das gerade gar nicht. Tut mir leid. Resume. Hier. Das ist die Map. Die ganze Map. Also wir sind bloß in der kleinen Ecke da oben quasi die ganze Zeit. Ne? Links unten sieht man, wir sind nur in dieser ganz kleinen Ecke. Gerade. Die Map ist recht groß. Also, für alle, die es Test jetzt auf YouTube gucken, wenn das es kommt im LPT, also ich werde nicht alleine hier angehen, nein, garantiert nicht. Die ganze Atmosphäre von dem Spiel ist schon besser als selbst die bei Bigfoot. Ich will die Musik vom Anfang gerne nochmal hören. Ich glaube, es ist richtig gut. Kann ich mich hinhocken eigentlich? C. Ich guck mal ganz kurz. Kann ich mich Controls? Move, Sprint, Jump. Klassiker. Aim, Reload, Exos, Flashlight. Och nein, es gibt auch eine Taschenlampe. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Och nö. Es wirkt alles sehr, sehr düster. Das ist jetzt die Grafik. Hi, ne? Nee, ich hab Epic. Geht's noch höher? Cinematic. Ich lasse es, ist Early Access. Ich lasse es mal lieber auf Epic einfach nur. Warte mal, kann ich Maus-Sensitivität? Ja, bitte. Hat's geklappt? Ja. So. Ja, besser, 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 besser. So, jetzt warte ich auf die Nacht. Es wird Nacht, oder? Ich sehe das Licht von den Kameras. Es wird echt Nacht. Was ist... Warte mal. Ich habe doch ein Bild zu viel. Ich wollte zu viel. So. Ein bisschen weniger. Ah. Das ist der Trick beim Jagen eines Monsters. Lass das Monster zu dir kommen. Geh nicht zu ihm. Aber wäre das dann das Prinzip vom Jäger zum Gejagten? Das wäre aber nicht gut. Also wenn es hier durch will, tritt safe in die Fallen. 100%. Wenn ich jetzt Schrott finde, kann ich mir sogar Fallen craften. Das ist halt geil. Leg die Falle doch ein bisschen. Tür. Ja, was ist mit deinem Satz passiert? Das wollte ich auch gerade fragen. Ich frage mich gerade, wer hier eigentlich wen hantet. Das ist die große Frage.
Klang nach dem Elch. Klang nach dem Elch. War ein Elch. Da hinten irgendwo. Ist doch schön, guck mal. Das Lagerfeuer. Sing das Lagerfeuerlied. Kennt ihr ein Lagerfeuerlied? Ich kenn keins. Das ist das Licht von der Kamera. Hey, das ist überhaupt nicht auffällig. Da steht keine Kamera. Nein. Wir haben es gleich 7:30. Wenn er hier durch will, muss es durch die Scheiß reingehen. Alter, ist das dunkel. Ey, ist das dunkel da draußen. Das ist schlimmer. Das ist nicht, also atmosphärisch ist es besser als Bigfoot. Finde ich jetzt so vom ersten Eindruck. Weil da wachsen Pilze ja mal so. Da. Wenn denn? Warum nicht? Wäre das meine Hütte, hätte ich nicht lange weggemacht, aber okay. Alter, aber das ist dunkel. Oh Gott, ist das schlimm. Blub, wenn wir das zusammenspielen, du kannst vorlaufen, ja? Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Oh Gott. Weil sie gerade Geräusche im Hintergrund hört, ne? Das tut mir so leid. Gerade Besuch. Warte mal. Warte mal. Moment. Schatzi? Mal gucken. Mach mal Tür ran. Ja. Nicht, dass man euch dann die ganze Zeit hört. So, jetzt geht's weiter. Die Geräusche hat mich beruhigt. Können wir die Tür wieder aufmachen? Bitte? Dann war das nicht so alleine abgeschlossen. Das ist der Trick dabei. Ich finde es gut, dass die Waldtiergeräusche so normal sind, dass nach nicht schlimmer, weil man nicht weiß, was da. Ja. Also als das Spiel lief, habe ich nicht. Hast du nicht gehört, oder? Taschenlampe ausmachen. Taschenlampe ausmachen. Irgendwo dahin. Wo war denn das? Es kam aus der Richtung. Wieso kann man die Türe nicht zumachen? Das ist so unlogisch. Kann ich aus der Hüfte schießen? Ich weiß es nicht. Oder muss ich zielen? Nachladen. Wieso kann ich nur 4 Schuss reintun? Das ist so eine Oldschool-Waffe. Oh nö. Warum komme ich nicht mal mit dem Maschinengewehr hier an, bitte? Das hat man in einem Trash-Game, hat man das mit Maschinengewehr. Das war so dumm. Vom Fenster weggehen. Vom Fenster weggehen. Oberste Regel. Da ist die Falle mit dem Fleisch übrigens. Da ist die Falle mit dem Fleisch. War das gerade so rot hier bei euch? Die KI klettert nicht über den Zaun. Nein, das macht die nicht. Das ist eine dumme KI. Die versucht da durchzukommen. Ob die hier reinkommt? Wie groß ist so ein Wendigo? Kommt. Die Geräusche gerade gehört? Ja, ganz spontan kein Steam-Guthaben mehr. Am Arsch hast du Steam-Guthaben. Du hast Steam-Guthaben zu haben. Ich kaufe dir es auch. Holy shit. Hab ich gerade die Geräusche gehört? Soll ich mir das in die Geräusche gehört haben? Das Fenster macht mir Angst, weil es komplett dunkel ist. Da sehe ich nichts. Ich habe eine Idee. Ich gehe hier rüber zum Feuer. Ja.
nicht gucken, ich will nicht gucken, ich will nicht gucken. Ah, du blödes Mistding. Verpiss dich. Geh, geh. Kann ich irgendwas machen, so ein Geräusch, das ist so ein Elektroschock, so grillen. Hi. Okay. Da ist die Falle mit dem Fleisch. Fokus. Alter, wieso ist es immer wieder so rot? Oh, das erschreckt mich mal minimal. Packe doch einfach den gesamten Wald ab. Eigentlich theoretisch eine gute Idee, wenn man so mit Monstern und so, ne? Eigentlich eine total gute Idee. Warum macht das keiner? Wieder Hirsch, ey, Alter. Hirsch. Ey, war das gerade... War das gerade in-game? Dann haben wir eine Kinderstimme gerade, oder? Das klang wie eine Kinderstimme. Und ciao. Das klang halt wie eine Kinderstimme, oder? Hab ihr das auch gehört? Oder hab nur ich das schon wieder gerade gehört? Bitte sagt, dass ihr das auch schon wieder gehört habt. Das letzte Test wird sehr einfach, okay? Ich bewege mich ja nicht raus mit dem Du. Ja, so ein kleines Psychomädchen. Ja, danke. Also ich glaube, das Spiel wird gut. Ist gerade was Rotes an deinem Fenster vorbeigelaufen. Und Amelda hat gesagt, anybody there? What the fuck? Das ist so ein Psychospiel. Kann man sich lehnen? Mit Q und E? Nee, geht nicht. Okay. Anybody there? Nein, ist niemand da. Dann wird der Hirsch wieder doof. Oh, Alter. Kannst du bitte gehen? Du machst mich kirre. Ja, du. Da ist doch Fleisch aus. Ja, dieses Spiel. Wolf, ich hab dich gern, ich mag, halt die Klappe. Alter, ich hol dann mal den Papst, für Exorzist. Ja, ja, hör mir auf. Die Frage ist, hab ich die Stimme gerade nur in meinem Kopf gehört? Oder ist da wirklich die Stimme? Ich meine, es geht ja im Endeffekt darum, zwei Kinder. Die zwei Kinder sind ja damals abgehauen. Darum ging das Ganze ja los, dass alle in die Wälder hier sind. Das wirkt alles... Auf der 3? Nö, ich guck, nö. Nö. Bin ich doch gut nach. Soll ich nachgucken? Okay, war nix. War nix, hab geguckt. Holy shit. Ich würd's ja schon gern mal sehen. Aus sicherer Distanz. Ich stand am Anfang nicht da, dass zwei Mädchen vermisst werden. Ja, ja, genau. Ein Wendigo soll ja angeblich von Menschen Besitz ergreifen können. Vielleicht kommt er als Kind. Ey, wenn hier ein Kind angedackelt kommt, ne? Dann wird das Ding Psycho. Dann bin ich weg. Dann ist das Ding deinstalliert. Ein Jagdspiel? Okay. Ein Psycho-Jagdspiel? Nicht okay. Da ist die Grenze. Wieso gibt es eigentlich drei Betten? Und wieso stehen die Betten so komisch da? Ha!
Es gibt schön fröhliche Waldgeräusche. Ja, klar. Alter. Zocker, mach's gut. Kannst du klingen, dass ich atme? Ich mach bloß kein Geräusch. Nur kein Geräusch machen. Das ist der Trick. Atmen kannst du danach wieder. Das klang nicht wie ein Kind. Nein, das klang nicht wie ein Kind. Nein, das klang niemals, das weiß ich wie ein Kind. Ich habe Angst, hinter mich zu gucken. Hinter mir ist das Fenster. Ich gucke nicht nach hinten. Nein, das ist eine Falle. Nur auf die Tür fokussieren. Wieso kann man die Tür nicht zumachen? Das ist behindert. Wer programmiert den Mist? Also das Spiel ist gut. Bis jetzt. Das reicht mir schon. Komplett. Es war neben mir. Es war links neben mir. Am Haus. Im Wasser. Da ist ja Wasser eigentlich. Kann es bitte wieder Tag werden, dann kann ich das letzte Test beenden. Ich muss ein paar bisschen durchhalten. Bestes letzte Test, wo gibt. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab Gänsehaut in den Händen. Scheiße, ich will nicht mehr. Es wäre mir sogar lieber, wenn das Vieh einfach reingerannt kommt. Und gut, aber nicht so eine Psychonummer. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Ich glaube, mein Kind-Theorie ist manchmal hinfällig. Ja, schon ein bisschen. Ist das Monster weg? Ich habe keine Ahnung, ob es weg ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe es. Ganz ehrlich, wenn jetzt hier so ein Kind um die Ecke käme, einfach so ein Kind, so random. Ich würde schon das Spiel ausmachen. Das wäre richtig creepy. Oh, ich war der Nachbarsjunge, der zu viel Cola gesoffen hat. Ja, klar. Macht nur Witze drüber. Und die Verbindung ist gerade irgendwie weg. Jetzt kommt sie wieder. Kurz sagen, hallo. Verbindung. Danke, OBS. Auf der Seite. Da. Wenn das nächste Mal hier da ist, schieße ich mal gegen die Wand. Mal gucken, was passiert. Ich würde gerne zur Tür gehen, aber ich traue mich nicht. Alleine ist das Spiel heftig. Mal rausgucken, ist ja noch ein letztes Test. Aha. Steht hinter Tani am Fenster. Es wird Tag. Es ist jetzt weg. Es ist Tag. Tag kommt das nicht. Tags ist das weg. Okay, ich krieg wieder unter einen Tisch. Ich bin mit unter dem Tisch. Ich bin hier weg. Fenster. Wer baut eine Hütte mit 10.000 Fenstern? Jetzt mal im Ernst. Ohne zweite Etage. Unlogisch. So unlogisch. Das kann nicht hier drauf. Das ist eine dumme KI. Die muss da durch. Das heißt, ich bin selbst auf dem Balkon eigentlich safe. Das muss. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Warte mal. Das sehe ich nicht, ob es das Fleisch gefressen hat. Das wäre das gewesen. Ich hätte es vielleicht sehen können. Warte. Ich bleib so. Bleibt die Kamera so? Die bleibt so. Ich
will nicht rausgehen. Ich will sehen, wie das Vieh aussieht. Ich will nicht sehen, wie das Vieh aussieht. Also eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Das Problem ist, wie gesagt, es ist Early Access. Es kam als Anfang des Jahres raus. Da wird sich noch viel verändern, auch was die Optik der Monster und so angeht. Das Spiel wird richtig widerlich werden irgendwann. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie selbst das Monster an sich nochmal überarbeiten werden. Hallo? Bist du noch da? Ich geh nicht raus. Ich geh nicht raus. Nein. Nein. Warte mal. Aha. Jetzt. Jetzt. Oh ja, jetzt. Ich stelle mich wieder in die Scheißecke. Und wenn das wieder hinkommt, dann sehen wir es. Hin. Kamera ausrichten. Nee, nicht nur. So. Taktik mit Tic-Tac. Ich brauche was zu trinken. Holy shit. Das tut mir leid, dass ich so bei so Horror-Dingern immer so eine Angst habe. Ich kann es nicht ändern. Darum versuche ich sowas meistens immer zu zweit zu spielen. Dann bin ich mutiger. Dann bin ich wirklich mutiger. Aber alleine auf mich selbst gestellt, in so einem Game, ich kann es nicht ändern. Es ist so schlimm. Es nervt mich selber. Ich habe einen verbannt. Ja. Ich auf Fleiche, guck. Genau auf das wird ziehen. Aber tagsüber ist es echt weg, ne? Ob das tagsüber so despawnt einfach oder wirklich wegrennt? Wie war das bei Bigfoot nochmal? Der ist auch tagsüber rumgerannt. Aber der ist immer ganz schnell weggerannt. Mal schauen, wie sie es hier gelöst haben. Leute, diesmal werden wir, in der nächsten Nacht sehen wir es. Ich habe die Kameras positioniert. Soll ich mal irgendwie schießen? Mal Lärm machen? Mal so testen? Komm, ich schieß mal. Kann ich aus der Hüfte eigentlich schießen? Ja, kann ich. Gut. Das sieht noch alles sehr behelfsmäßig aus. Das ist okay. Ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Ich bin noch da, Monster, ja? Denk nie, dass ich gegangen bin. Das mache ich erst in 10 Minuten. Ich zähle die Zeit. Leid ich schon raus. Warte. Ah, ich hätte vielleicht rausschießen können. Ohne es zu sehen, rausschießen. Okay. Das merke ich mir. Oh, das. Oh. Ich werde so durch Bugs gewinnen. Ich werde es nicht mal sehen, ich werde einfach Spacks gewinnen. Warte mal, eigentlich müsste ich ja die Fallen genau da hinsetzen. Dann müsste das Vieh ja genau reinlatschen. Ich werde hier keine wegnehmen. Nein, ich werde die da hinten vielleicht holen. Erstmal gehst du wieder in den Wald rein, dann kannst du schießen. Nein, ich schieße vom Haus aus, ja? Das Rot fällt halt null auf. Das ist so dumm eigentlich. Das war hier. Ob es wieder so weggerannt ist? Auch wahrscheinlich, ne? Also ganz ehrlich, atmosphärisch, das Spiel ist gut. Ich wünschte, dass diese Musik, die wir vor uns hatten, im Intro, dass die hier noch nebenbei spielt. Vor allem nachts. Nachts, dass einfach nachts diese Musik spielt. Das. Ich höre was.
Irgendwo schleicht was durchs Gestrüpp. Kann man das hören? Irgendwo schleicht was durchs Gestrüpp. Ich meine das Reh oder so. Also rein theoretisch. Ein Wendigo reagiert auf Bewegungen. Wenn ich stillstehe, dürfte mich das Ding eigentlich nicht mal sehen. Theoretisch. Das werden die im Spiel aber nicht umgesetzt haben, ich glaub's nicht. Geh ich mal raus, hol ich mir die andere Falle und setz die da hinten hin. Wir haben es 2 Uhr. Es ist schon wieder 14 Uhr. Also gleich 15 Uhr. Der Tag geht schnell rum, ne? Okay, komm. Es ist eh gleich Nacht. Es ist schon wieder um 3. So Leute, ich muss erstmal Mittag essen. Leani, ich wünsche dir guten Appetit. Lass dir schmecken. Ne? Und so. Ich will gerne, dass er zu der Falle mal geht. Ich habe da extra Fleisch reingelegt. Okay, das ist instant, die vierte ist instant die am Haus. Okay. UFS. Irisch. Kann man nichts durchsuchen hier? Nee, schade. Die Rucksäcke müsste ich doch aber eigentlich durchsuchen können. Schon nur um 4. Es wird gleich wieder Nacht. Eine Nacht gucken wir nochmal, ob wir das Vieh jetzt mal sehen. Das möchte ich schon gerne. Ich würde mal drauf schießen. Also wenn sie in die Richtung, so wie es jetzt gerade so schon war, so weiterentwickeln das Ganze. Ja, ja, ist gut. Ist echt gut. Ist schon gruseliger, finde ich, als das bei Bigfoot. Ich bin gespannt, welche Monster sie noch mit reinbringen, also was im Endeffekt noch alles kommen wird. Bin ich auch gespannt. Ja, es wird wieder dunkel. Ich gehe gleich wieder in meine Ecke und dann werden wir es sehen. Das kommt wieder dorthin. Das kommt doch safe wieder dorthin und knurrt mich an durch die Wand. Aber das sagt uns ja schon etwas über die KI aus. Die KI sind besonders clever. Es versucht direkt zu mir zu kommen, geht aber nicht, weil die Wand dazwischen ist. So clever scheint die KI nicht zu sein. Was soll das sein? Das kenne ich lustigerweise irgendwoher. Gott, es wird dunkel. Ich will immer, dass es hier irgendwie in die Fallen latscht oder so. Was? Ist es gerade wieder heller geworden? Okay. Ist gerade wieder heller geworden, oder täuscht das? Gibt es sowas wie ein C4, was du in die Wand. Das wäre geil. Dann renne ich ja nicht nur rüber und zünde das Ding, dann haut es die ganze Wand weg. Das Ding überlebt, kommt rein und tötet mich. Ja, das ist eine dumme Idee. C4 klang erst gut, aber wenn man drüber nachdenkt, irgendwie doch nicht. Tagsüber ist das Vieh echt weg, ne? So, ich gehe jetzt in die Ecke. Wir warten darauf, dass es hier hinkommt. Und wir es mit der Kamera sehen können. Ja, das wird super. Taschenlampe an oder aus? Vielleicht lockt es das noch ein bisschen an. Da um 7. Es wird Nacht. Ja, es kommt. Es kommt. Das war das Safe, oder? Oder war das jetzt...
Macht ein Elch solche Geräusche? Macht ein Elch die Geräusche? Ich glaube, links läuft was. Was Großes lief gerade links. Das hören. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich kann aus der Hüfte schießen. Einfach die. Wo ist mein Fadenkreuz? Ich habe kein. Jetzt müsste ich ja auch dahin so in etwa schießen, wenn ich so stehe. War da gerade was am Fenster? Da? Ganz ruhig. Alles gut. Alles gut. Ist gleich um 8. Jetzt um 8. Also immer wenn das brüllt, dann kommt das wieder. Sozusagen. Dann, wahrscheinlich geht es wirklich tagsüber irgendwo in eine Höhle oder so. Macht ja Sinn. Und nachts kommt's raus. Ich warte auf, dass es hier wieder knurrt neben mir. Ich warte nur drauf gerade. Die Musik. Ich habe Angst, dass es mich wieder anknurrt. LOL, das Vieh macht die Geräusche. Das ist safe jetzt hier. Warte mal, nimmt der Wendigo das in sich auf, wenn der die frisst? Darum klingt der Wendigo selbst wie das kleine Kind. Schieß jetzt mal raus. Wenn es hier neben mir knurrt, schieß ich, okay? Wir gucken und dann schieß ich. Sofort. Dieses erste Mal hat mich damals, hat mich vorhin sowas von fertig gemacht. Ich hatte so Panik. Ist es da drüben? Willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, ich hoffe, dass das der Test durch ist, bevor ich das Vieh sehe. Oder es mich sieht. Ich hoffe es irgendwie ein bisschen. Da hinten. Das war es jetzt safe, oder? Das Ding ist so psycho, das Spiel. What the fuck? Also atmosphärisch ist das. Das ist. Puh. Das ist echt gut. Ein Wendigo ist was anderes als ein Bigfoot, ne? Oder als diese Ziegendämon, den wir da mal hatten bei dem Trash-Jagdspiel. Ein Wendigo ist schon mythologisches Wesen, nicht so geil. Ich hoffe, dass es nie mehr wieder knurrt. Aber passiert nichts. Warum passiert nichts? Wieso ist es nicht da? Für uns ist es da auch da gewesen. Eigentlich war es der Test vorbei. Ich könnte es mir. Was war das? Was war denn das? Dumm.
Ich warte drauf auf dieses charakteristische Klatsch von den Bärenfallen. Was klingt denn da so blau? Jetzt blinkt nichts mehr blau. War was hinter mir? Holy shit. War gerade was hinter mir, oder? Weil jetzt blinkt nichts mehr blau in meiner Waffe. Wenn das jetzt nicht mehr drauf reinfällt, ne? Dann habe ich die KI echt gut gemacht. Ich hätte rausschießen sollen, als das Geräusch da war. Es ist gleich Mitternacht. Komm schon. Ich werde gleich mal schießen, ob irgendwas passiert. Nichts. Warum ist nichts? Es ist, hat das Kind gerade gesagt, es ist so dunkel. Nein, ich will nicht gucken. Alles zu gucken. Scheiße. Es ist der Hirsch, das ist nur der Hirsch. Alles gut. Das ist nur der Hirsch. Hoffe ich. Hat da gerade ein Kind gesagt, es ist so dunkel? Da drüben. Was ist da drüben? Guck los. Ja, komm mit ins Spiel und mach. Hey, what the fuck? Jetzt war's da drüben. Alter. Das ist aber, das ist clever, ne? Jetzt kommt nicht durch die Fallen. Das Ding ist nicht dumm. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht durchs Fenster dort mal zu schießen, aber es war ja nicht da. Es war dahinter. Es war diesmal nicht hier. Hunger. Ihr sagt irgendwas Hunger. Das ist noch hier. Das ist noch hier. Das macht bloß keine Geräusche und macht nur so Stimmen nach. Das macht die Stimmen derer nach, die es getötet hat, oder? Holy shit. Jetzt ist es weg, oder? Es ist ja wieder und so. Hier ist kein Fenster. Alles gut. Komm daher, du Strauß. Es ist noch da. Ich wusste es ist noch da. Es ist noch hier. Es ist hier. Es ist hier. Irgendwo. Es ist hier. Es rennt hier rum. Und es macht diese Geräusche. Es macht diese Stimmen nach. Vorne oder da? Es macht selber die Stimmen nach von denen, die es getötet hat. Da ist es!
Das Vieh macht selber die Geräusche. Die ist instant wiederkommen. Wie es instant wiederkommt. Das ist ja geil gemacht. Da. 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 Ja. Hauscamping und so, ne? Da. Aber wie geil ist das denn gemacht? Das Vieh imitiert einfach Zeug der Opfer. Ja, oder? Holy shit. Ich bin mutig, ich bin voll mutig hier. Wo ist es? Wo ist es? Komm raus, komm, trau dich, komm. Kann ich meine Taschenlampe nicht... Ich kann meine Taschenlampe nicht anmachen. Hey, wo ist es? Wo ist es hin? Lässt sich aber leicht triggern. Jetzt hab ich dich. Wie viel Schuss brauchen das Vieh? Das ist noch da, das kleine Mistvieh. Wo ist es? Der scheiß Qualm ist ja nervig. Da hinten. Dahin rennt's. Da oben ist es weggerannt. Nach da oben. Holy shit! Hä? Sind das mehrere? Das ist ja nicht das jetzt gewesen, oder? Ich höre es halt, aber ich sehe es nicht mehr. Soll ich mal in die Richtung schießen? Gucken, was passiert. Kommt wieder her. Jetzt ist es weg. Okay, ja, gut, ne? Da würde ich mal sagen... Komm, das war jetzt gut. Das war gar nicht so scheiße von mir. Ich habe mich dem Ding gestellt. Ja? War gut. So. Ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal fürs Let's Test. Und demnächst gibt es vielleicht eventuell ein LPT mit einem guten Blub zusammen. Mal gucken. Mal wieder ein Jagdspiel. Schauen wir mal. Oder vielleicht auch ein Streaming-Spiel. Mal gucken. Je nachdem, ob er das bei sich auch haben will. Müssen wir mal schauen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören und sehen uns beim nächsten Let's Test, Let's Play, was immer da kommt. Bis dahin, tschüss.